Grüße euch Freunde, willkommen zurück bei Skyrim und dieses Mal hinter Naga stehen Strom und Lurioshof haben wir hier auch noch einen kleinen Dungeon. Da muss ich jetzt auch leider rein, weil mir ist hier auch, ihr seht, ein bisschen kalt. Hunger habe ich auch ein bisschen, aber naja. Die Wurde, okay. Streitachs würde ich jetzt natürlich eigentlich nicht mitnehmen. Sieht schon mal vielversprechend aus, wenn hier draußen schon so viel ist. Gehen wir mal rein und schmeißen wir mal die Streitachs mal weg hier. Verstummte Zungen, okay. Hallo? Achtung. Gehen wir erstmal hier rein. Moment. Oh. Okay. Hier unten eigentlich irgendwas. Nun, ah, hier kann man her. Da links sind wir bloß noch nicht gegangen. Ah, hier geht's auch hoch. Okay. Eine Zeremonienwaffe haben wir. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Hier rumliegt, na, habt ihr Pech.
mich weg. Gut, dass er hier nur mit der Fäuste zugeschlagen hat. Ach so, hier rum. Öffne das Grab, ja? Machen wir. Zeremonienwaffen. Gucken, was ist hier noch. Wir waren rechts, wir waren links, wir müssen geradeaus. Quenne, okay. Keine Ahnung, wer Quenne ist, aber die mache ich nicht kaputt. Aus wie ein Geist, dann gehen wir hier wahrscheinlich. So. Haben wir Nacht über Sentinel, was ist das denn für ein Buch? Und natürlich zwei Waffen haben wir bekommen. Hier sehen Gesundheit und Ausdauer, okay. Und aber hier ist noch einer. Und es ist der eine ist. Und wird der Nacht sein. Jagen auf. Au. Okay. Kurz mal rechts links Magie angetäuscht und rechts zugeschlagen und er ist gestorben. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Bin eh fertig. Okay. Kommen wir nirgendwo raus, ne? Abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.